Hallo ihr Lieben, und da sind wir wieder bei einer weiteren Folge Alien. Denn, wollen wir mal sehen? Wir suchen weiterhin den Weg hier raus. Das letzte Mal war wieder schon ein Weilchen her, muss ich gestehen. Aber ich glaube, wir haben an einer sehr ungünstigsten Stelle, also ich, mich feiern lassen. Ist äußerst ungünstig bei so einer Action-Szene hier. So lange abzuwarten, bis man das nächste Mal spielt. Hallo? Aufsammeln. Nee, verstecken brauchen wir uns nicht. Nein, quatsch noch nicht mit mir. Nein, ich bin noch nicht so weit. Und dann schmuggeln wir uns einfach mal hier. Wow, hier kam nichts. Oh, okay. Gut. Na denn, jetzt darfst du. Ja. Marlos Berechtigungen sind doch immer in diesem Terminal gespeichert. Hätten wir die Koordinaten der Torrents, könnten wir die Übertragungsschüsseln manuell ausrichten. Umgehen Sie die Apollo vollständig. Da ist ein Observatorium bei der Com-Zentrale, oder? Ja, damit sollten Sie die Koordinaten der Torrents finden können. Ich mache Ihnen die Tür auf. Sehr nett. Der kennt ja auch mal was. Orbitalstabilisatoren auf. Auf? Entschuldigung. 40% und fallend. Und fallend. Na, was sagt man dazu? Wir fahren jetzt mal episch Fahrstuhl. Wohin auch immer. Gucken, ob wir in dieser Folge das Spiel durchkriegen. Ich muss jetzt echt sagen, ich weiß weiterhin nicht, was passiert, was kommt. Ah, erst wenn ich da angekommen bin, sage ich, ja. Das war scheiße. Da wollte ich nicht nochmal hin. Aber das Schlimmste haben wir ja hinter uns. Dieses Alien-Nest. Und ich hoffe, die Menschen kommen jetzt nicht. Die nerven. Alien ist in Ordnung. Oh, Speicher. Die Gefahr ist nicht nah, wir speichern. Sehr schön. Nein. Was sagt man dazu? Wer? Ich kann die Abriegelung nicht umgehen. Machen Sie weiter. Das Schiff wartet da draußen auf uns. Also nein. Du lässt mich nicht rein. Versuchen Sie es nochmal. Okay. Okay. Sind bestimmt Feinde. Eigentlich könnten wir doch mal eine Runde laut sein. Ja, ja. Zuerst ins Geräusch. Glaub, die sind unfreundlich. Warte mal, wir müssen doch uns aber nicht... Sehr schön. Da müssen wir auf jeden Fall nicht hin. Das begrüße ich sehr. Und wir schmuggeln uns mal hier raus. Lass mich mal. Solange ich nicht hingucke, dann sehen sie mich auch nicht. Sie sehen mich nicht, sie sehen mich nicht. Sie sehen mich nicht. Ihr sieht mich einfach nicht. Ich bin gar nicht da. Ah, erstmal hier verstecken. Bin ich hier richtig? Ich bin sowas von richtig. Na, das machen wir doch glatt. Ja, ich hebel den Hebel. Na gut, vielleicht kriegen wir das nicht gerade in dieser Folge durch. Bin gewillt, das hier durchzuspielen. Hast du was für mich? Doch, da, da stand doch gerade. Suchen. Toll. So, ab nach oben. Ich hoffe, da lag jetzt nichts mehr unten. Ich habe da nicht ganz genau hingeguckt.
Was? Eingabe mit einem kleinen und anderen bestätigen. Okay. Was? Okay, das war einfach. Das war einfach. So, und jetzt bitte, bitte nichts. Steuern Sie die anderen auch irgendwie, aktivieren Sie A? Ah ja, wenn der Kreis bestimmt im Kreisel hängt. War das richtig? Ah, wir fahren nach oben. Ja, da. Ich muss doch jetzt noch rausdonnern. Ja? Ich muss hier weiter rumfummeln. Oh Mann, ey. Nicht verkacken. Endlich. Ich habe sie gefunden, Ricardo. Wie, jetzt wieder runter? Jetzt müssen Sie noch die Schüssel manuell auf die Position der Torrents ausrichten. Verstanden. Ich gehe nach draußen. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Ich will nichts manuell eingeben. Nein, das, ich glaube, da draußen war nicht friedlich. Hallo? War da... Nee, ich glaube nicht. Oh. Oh, das war ich. Ich wollte gerade sagen, hier ist aber eine Tür aufgegangen. Hier gucken wir nochmal, ob ich irgendwas übersehen habe. Und ich habe nichts übersehen. Nichts, gar nichts. Ich bin nicht da draußen. Wie komme ich denn da draußen? Hä? Ich liebe diese Karte. Ich liebe diese Karte. Die ist zu toll. Ich kann den Eingang zur Luftschleuse von hier aus entsperren. Einen Moment. Okay, hier, ne? Ja, doch, hier. Da, ich hab's. Ja, dann mach die Tür wieder zu, bevor die Idioten hier reinkommen. Mach zu, Mann. Hier, ich drück den Knopf. Das rattert aber ganz schön, war die Leuchte. Ich gehe jetzt nach draußen ein bisschen frische Luft tanken. Na? Speicher, nehme ich. Ja. Hervorragend. So, dann ziehen wir uns mal schnell um. Ja. Ja. Spiegeln tut sie sich auch nicht da drinnen. Ich bin weg. Bleibt einfach stehen, ich kann nichts machen, außer hier ein bisschen rechts, links gucken. Huch! Und ich kann mich auch nicht wehren, keine Waffe zu. Ich kacke so oder so am Dampfen, Mann. Kann mich nicht wehren, kein gar nichts. Ich kann einfach nur schnell rennen, kann ich auch nicht. Tja, das können wir hier mal fett genießen, ne? Sonne. Da sind die ganzen Alien-Viecher drin. Was? Hat gerade vibriert. Warum? Alter, das nenne ich mal ein Megateil. Alter.
Ich beeile mich mal lieber. Das Einzige, was wir machen können, ist hier ein bisschen ducken. Also war's. Kann ich hier schon was machen? Der Fahrstuhl. Und es geht nach oben. Geben Sie die Koordinaten ins Terminal ein. Ja, mach ich doch. Hier kutzt es aber nicht so schnell. Ich glaube, da... Hier können wir auch noch nichts machen, richtig? Doch. Einfach gegenhauen. So, erstmal anders hinsetzen. Ach, scheiße. Servolock 1. Parabolantenne in fester Position. Ist okay, Whitney. Bei den Transmittern gibt es eine Überbrückungskonsole. Ich gehe nochmal hier an diesen Kasten und... Nö. Also gehen wir nach unten. Noch einmal nach unten gehen. Mann, hier fliegt ja sehr viel Mist. Guck mal. Der liegt durchs Schiff. Der ganze Schrott. Ich komme. Wieso ist hier die Tür auf? Ach, du Scheiße, Mann. Hier ist dunkel. Wow, das macht's alleine. Ja. Ja. Das machen wir auch mal. Das müssen wir jetzt dreimal machen. Ist klar. Einmal reicht nämlich nicht. Ja. Ey, hier hebelst du echt in diesem Spiel. Hebel, Hebel. Wie hier. Oh, die Musik total toll. Ja. Es dreht sich. Jetzt darf ich da oben noch ein bisschen rumkurbeln. Oder muss ich warten? Alter, das Ding quietscht. Das quietscht, Mann. Ah, ich geh schon mal nach oben. Wie, ich muss sie noch mal runter. Ich finde die Musik toll. Na gut, das ist ja nicht wirklich eine Musik. Bisschen Gruselmusik. Bum, bum, bum. Nun, wenn ich dieses Spiel durch habe, mal sehen, vielleicht spiele ich es nochmal durch. Nein, Mann. Einmal reicht, ne? So. Keine Ahnung. Wir sehen hier nicht mit. Und bedienen Sie die Eingabe mit. Okay. Musik war Tür. Vibriert.
Und Rhoda hat's verraten, da vibriert's. Was? Da kann ich aber einen Schluck trinken. Controller vibriert schon. Wenn es richtig sein sollte. Geht aber auch nicht schneller. Ja, da war's. Hier. Toll. Kann ich jetzt abhauen? Ja? Soll ich jetzt gehen? Torrance, hier spricht Ripley auf der Station. Können Sie mich hören, Relaine? Ripley! Was zur Hölle geht da drüben vor sich? Schlechte Sachen, Torrance. Hier läuft ein Alien herum. Es ist tödlich. Sie müssen uns hier sofort rausholen. Ein was? Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Bitte, Verlaine. Wir können nirgendwo andocken, Ripley. Die Station driftet von ihrer Schwerkraftverankerung. Unter dem Raumfahrtterminal habe ich eine Schlepperplattform gesehen, aber die Torrance ist für die Verbindung nicht ausgelegt. Sie müssen die Klemmen der Abschleppplattform von ihrer Seite aus ausfahren. Begeben Sie sich einfach in Position. Klar, ich mach das alle. Nicht schlecht als das. Kann ich hier noch irgendwas machen tun? Nö. Wir hauen jetzt mal ab. Ich nehme die Beine in die Hand und renne. Ich war der Meinung, hier taucht noch irgendwie Alien auf. Toll, jetzt habe ich das alles schon verraten. Kann mich aber auch irren, ich weiß es nicht. Ich glaube, da war was gewesen. Weil sie kann ja gar nichts machen, sich nicht wehren. Nur bücken. Bücken, das kriegt sie hin. Kann ich hier noch irgendwas machen? Oder sieht die einfach nur ein Alien irgendwo lang krabbeln? Seidartig. Ich kann mich hier draußen nicht wehren. Und es regnet wieder Schotter. Schrott. Ich verfolge doch nichts. Kann ich nicht rennen, ey? Der Weg sieht so weit aus. Soll ich mich mal umdrehen? Da! Da krabbelt's. Da springt's. Tja. Perfekter Organismus. Da krabbelt's einfach lang. Was? Oh ja, und wir gehen wieder rein. Rein zu Alien. Mach die Luke zu, mach die zu, mach sie zu, mach sie zu. Ich kann wieder bestimmt nur... Ja. Mich nicht bewegen. Jetzt aber. Wir machen uns jetzt mal eine Runde nackig und dann speichern wir nochmal. Dann latscht du dir einen Wolf da draußen. Hervorragend. So, speichern. Ja. Danke. Dann fahren wir mal wieder nach oben. Komm, halten Sie sich bereit. Wir verschwinden von hier. Ricardo? Ricardo, ja? Hören Sie mich? Ricardo, warte, please. Ja, räum auf, Alien, räum auf. Hier hat er sich versteckt, da hat er sich versteckt. Notfallsituation.
jetzt haben wir wieder Alien an der Backe. Ich freu mich. Na, Alien, bist du eingefroren? Bisschen dumm, wa? Denkst du nach? Was denn jetzt? Hier sind doch noch Menschen, hier an der Tür da. Kann da irgendwas labern? Ich will das Aliens aber nicht aus dem Auge lassen. Hallo? Hä, wo hat sie sich denn hin verkrochen? Da. Da heult noch jemand. Ja, du bist einfach zu doof. Ich hör's doch. Oh. Hört die doch auch, ne? Alter, das liegt's daran, weil du die da nicht gekriegt hast, oder war, dass du jetzt gar nicht abhaust? Ich will meine Flamme ein bisschen sparen, weißt du? Ich kann ja mal auf die Karte nutzen. Wo müssen wir überhaupt hin? Wir müssen. Ach du meine Güte. Auf jeden Fall haben wir da zwei Dinge. Aua. Da habe ich mir gerade wehgetan. Da lang. Ah, du hörst sie doch auch heulen. Hier lang. Treppe hoch. Oh, wie kann man nur so doof sein? Bitte nicht ich. Es ist hier. Scheiße, scheiße. Ja, natürlich ist es hier. Wegen dir. Laberst oft so laut. Gesehen? Er hat sich in die Hosen scheißen, wa? Oh Mann, da ist es. Doch. Sorry, aber du musst. Komm schnell wieder hin und schnapp sie dir. Da hockt sie doch. Ja, da hockt sie doch. Wieso habe ich die vorher nicht gesehen? Was tut es da? Da ist die Piper Hingel. Oh, du Scheiße. Okay. Wie kann man nur so doof sein? Die heult doch so laut. Okay. Gut. Ach, falscher Knopf. Ja. Perfekt dumm, wa? Du hast mich jetzt aber nicht gesehen, oder? Ja? Wo ist es? Da ist es. La la la. Hallo? Ach Mensch, ey. Aber lange gedauert.
entscheide dich doch mal. Liest du jetzt mal weg? Ich glaube, das verschwindet gar nicht. Na, muss man die erst in die Fresse brennen, damit du dich verpieselst. Geht doch. Wo ist denn sie jetzt? Haut und Haar verspeist, würde ich sagen. Wieder? Yeah. Alter. Na toll. Aber ich glaube hier. Hier kommt es glaube ich gar nicht hin. Glaube ich. Ich kann mich auch irren. Ah, okay. Mit. Und hier krabbeln wir mal raus. Dem Alien in die Arme. Nein? Gut. Warte mal. Ja. Speichern. Okay, die Gefahr ist nicht nah, denn? Ha. Aus drei. Ich bin weg. Pass mal hier oben schon weiter auf. Sollten wir aufpassen. Sonst kommt es einfach von oben und zieht uns ins Loch. Mich kellert's. So, Karte gucken. Karte gucken sagt richtig. Wir sind richtig. Was? Hat sich fast so angehört, ob hier hinter was gekrochen wäre. Lasst mich raten, was? Alien? Wow, das war jetzt total toll. Der Burner, ja, finde ich auch. Ricardo? Oh, du sollst nicht immer alles in den Mund nehmen, was dir entgegenspringt. Oh, echt, ey. Jetzt wirst du befruchtet. Kriegst Baby aus der Brust. Ach! Alter! Hat man gerade den Schwanz hier noch durchgesehen? Durch die... Naja, ihr wisst schon. So, Moment. Finden Sie einen Weg zur... Ja, alles klar. Würde ich sagen mal, voll hier rein. Ey, man nimmt da alles in den Mund. Wir gehen mal hier rein. Weil... Weil es sich auch da draußen umschleicht. Also hier. Lag hier nicht noch? Da. Liegt doch noch was. Was? Mhm. Haben wir alles voll? Alles voll. Rammelt hier ganz schön hin und her. Ist die Gefahr denn, ne?
Nein, nein, so perfekt bist du auch wieder nicht. Und schnüffel nicht am Schrank. Schnüffel nicht am Schrank. Nein, nein. Schränke schnüffeln ist mal nicht. Nein. Na, nein, nicht am Schrank. Alter. Die Schranknummer würde ich nämlich total verkacken. Und ihr Lieben, ich glaube, an der Stelle mache ich eine Pause. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Warte mal, wir gucken noch. Wir warten ab. Es sabbert ganz schön. Oh, da killert es mich schon wieder. So. Für ein Arschloch. Also, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.